So, und damit kommt zurück zu Let's Play Terraria, der Folge der Folgen, die Folge der Folgen, keine Ahnung, ich bin so sauer, ich bin richtig salzig, weil ich zum dritten Mal diese Aufnahme machen muss. Weil durch Zufall hat während des Kampfes gegen Chotullo, gerade da, wo ich es getötet habe, jemand angerufen. Und da ich nicht gerne schneide das raus, weil es im Kampf war, muss ich es neu aufnehmen. So, jetzt noch einmal, du Bastard, Alter. Oh, es kann ja wohl nicht so schwer sein, so einen leichten Kampf zu gewinnen. Verdammt nochmal. Stirb, du Arsch. So, noch zweimal mit dem Lasersword gehittet, das kann ja auch mal vorkommen, ne? Noch kein Treffer, glaube ich, tatsächlich. Das war's dann wohl mit dem kein Treffer. Oh Gottes Willen, du dummer Bastard, Alter. Kannst du dich einen Gefallen tun? Kannst du dich einfach verrecken jetzt? Bitte! Na komm schon, du dummer Hurensohn. Ich rast gleich aus, wenn du nicht hochkommst. Aber das ist dir egal, ich weiß, mir aber auch. So, jetzt verreck, du Arsch. Mann. Sorry, aber es kann doch wohl nicht so schwer sein, die dummen Kampf jetzt zu schaffen. Also ich habe es schon längst geschafft. Aber da muss doch so ein Honk anrufen, Alter. Ey, Grüße gehen raus an dich, bitte häng dich morgen. Danke. Okay. So, jetzt mal kurz gebieft. Mann, du bist so ein einfacher Gegner. Ich hab jetzt nicht die Full-Meteorit-Rüstung, weil ich noch ein besseres Teil habe, aber trotzdem, du bist kein Gegner. Jetzt komm her! Ich dachte, es dürfen keine Monster spawnen bei einem Bosskampf. Jetzt komm, du Arsch! Mann! Wie mich das ankotzt hier, die Scheiße, ey! Oh, danke, du Nuttensohn! Ey, sorry, Alter! Endlich! Mann! So, Dämonit-Erz, Alter! So, das war's von dieser Folge Terraria. Die geht zwar nur 3 Minuten, aber da es ein Bosskampf ist, will ich die mal einzeln halten, weil das finde ich so spannend, wenn das jeder YouTuber eigentlich sogar machen würde. Deswegen habt Spaß beim Gucken dieser Folge. Das war der Kampf gegen Chotullo, in der nächsten Folge Kämpfer gegen den Weltenfresser, danach gegen Skeletron. Haut rein, macht's gut, ciao.